Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Stellwerksim. Wir sind heute im Chemnitz Hauptbahnhof. Ich habe jetzt gerade gestartet, kommt da schon ein Zug von Flöha rein. Der hat 18 Minuten Verspätung und würde dann jetzt nach Chemnitz Süd weiterfahren. Über die 6. Uns erstmal weiterfahren. Und dann schicken wir dich auch auf die 6. Das erste. Gleis 7. Ne, warte mal, das machen wir nicht. Passt gar nicht erst aufbauen. Gleis 7 möchte. Falscher Zug. Gleis 7 möchte nach Flöha fahren. Und das wollte ich zuerst mal rausfahren. Ist was? Wir machen den da. Weg mit dir! Ja, hier war ich schon 2-3 Mal hier drinnen. Es kann hier recht stressig werden. Gerade zur späteren Zeit, wenn dann hier die Züge extreme Verspätungen haben, dann kommen die hier dicht hintereinander von beiden Seiten hier rein. Dann hat man hier noch die Gütersachen hier oben mit Lok umsetzen etc. Das hat man auch hier unten. Wird nicht langweilig. 28, Gipszug vom HKW Chemnitz, möchte nach Burgstedt. Ja, weißt du was? Du kannst ja nicht auch schon mal abfahren. Weg mit dir. Gleis 8 und 48 nach Glachau. Gleis 8, du kannst eigentlich auch schon mal düsen. So. Vorzeitige Abfahrt. Auf die paar Minuten kommt es dann nicht an. Wenn ihr den Lüfter im Hintergrund hört, dann tut's mir leid, den brauche ich, sonst sterbe ich hier in meinem Zimmer. okay, dann haben wir hier noch die 21. Was machst du? Ich bin noch Anschluss Birkus. Aha. Chemnitz Süd nach Burgstedt. So, wo war das? Das war hier. Möchtest du da über die 2 fahren? Ja, das macht Sinn. Dann ist er hier oben. Okay. So, du wolltest hier auf die 6 hier runter. Chemnitz Süd. Wir schicken dich über 804, dann auf die 2. Die 2 nach da oben. Auf Gleis 2. Dann wäre das erledigt. Jetzt würde ich mir den 21er hier nochmal anschauen. Von 21 auf 42. Das ist da. Von 42 auf 7, das ist da unten. Und dann Anschluss Birkus hier rein. Gut, dann werden wir gleich als nächstes machen. Die 23, Zug abgerüstet, abgestellt. Der möchte dann von der 302... Aber erst um 12.22. Was? Okay, also den können wir ignorieren. Der steht da noch ein halbes Jahrhundert. Du hast das Video schon vorher fertig, bis der hier rausfährt. Okay, 12 Minuten Verspätung von Flöha. Nach Glachau, über die 3. 8.45 fährst du wieder weiter. Jö, ich glaube, du fährst bei mir gerade direkt durch. Das heißt, einmal so. Einmal so. Auf 3. Die 6 ist am Einfahren. Dann kann ich dich hier gerade schon mal nach Chemnitz weiter schicken? Ist ja frei geworden. Plus 12, plus 12, plus 16. Eine Verfrühung. Wir sind alle zu spät hier. Oder ein paar pünktlich. Nee, 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 nee. Ah, und hier oben mache ich mal kurz ein Auto-FS rein. Und das gleiche auch da unten. So. Dann wäre das hier erledigt. Leider gerade aktuell keine Nachbarn. Aber das kann sich ja unter Umständen noch ändern.
Muss schon sagen, macht schon Spaß, Stellwerk hier. Den Bereich da oben, glaube ich, haben wir uns mal in einem Trains in World Video angeschaut, wo es dann hier in die Stadt weitergeht. So, perfekt. Den Kollegen schicke ich dann auch schon mal weiter. Und du kannst hier nach Glachau weiterfahren. Und dann könnten wir schon mal mit dem auf Gleis 21 hier anfangen. Du wirst jetzt erstmal auf die 42, das geht gerade. So. Vorzeitige Abfahrt. Jetzt, wo gerade nichts los ist, fahren wir mal dahin. Gerade ausnutzen. Ja, sehr gut. Hier gibt es dann nochmal so spezielle Züge, die dann hier unbedingt über die Gleiswaage dann müssen. Ist eigentlich noch ganz spaßig hier oben. So, jetzt müssen wir kurz schauen. Also einmal Chemnitz Stellwerk 7. Ich muss mal die Info aufmachen. Und jetzt macht er mir natürlich das Stellwerk nicht auf. Vorbereitung, bei mir immer super. Ah, Chemnitz Hauptbahnhof, Sachsen. Ui, das ist eine Wall of Text, was wir hier haben. okay, muss ich gerade irgendwas machen? Nö, ich kann mal wegschauen. Okay. Also, was schreiben Sie denn dazu? Im Knoten Chemnitz Hauptbahnhof laufen gleich mehrere Strecken zusammen. Der Bahnhof selbst liegt auf der Bahnstrecke Dresden-Werdau. Es münden die Bahnstrecken Neukirch-Chemnitz aus Richtung Geltheim-Bugstedt sowie Rieser-Chemnitz aus Richtung Döbelen-Mittweida. Die Bahnstrecke Chemnitz-Adorf bzw. das, was davon übrig ist, Chemnitz-Aue, beginnt zudem in Richtung Chemnitz-Süd. Auch der Verbindung nach Chemnitz-Süd beschränkt sich der Verkehr mittlerweile auf einige wenige Güterzüge. In den übrigen Bereichen ist ein ausgewogener Mix aus Reise- und Güterverkehr anzutreffen. Hier steuerst du den neuen Chemnitzer Hauptbahnhof, wie er nach dem Umbau in dem Jahre 2009 bis 2014 existiert. Von den einst umfangreichen Gleisanlagen des ehemaligen Knotens im Fernverkehr ist teilweise nicht mehr viel übrig geblieben. Außerdem steuerst du den Bahnhof Küchwald. Hier gibt es einige Rangieraufgaben durch das angeschlossene Heizkraftwerk zu erledigen. Da kommt der Zug. Was will der machen? Der will auf die 3 und dann wieder weiterfahren. Okay, kein Problem. Können wir eigentlich hier noch warten. Okay. Wo bin ich jetzt gewesen? Genau, hier gibt es einige Rangieraufgaben wegen dem Heizkraftwerk. In Chemnitz Hauptbahnhof selbst befindet sich noch der Außenbahnhof Stellwerk A3. Das ist da, wo der Zug hier gerade hinfährt. Und Chemnitz Süd. Okay. Kümmern wir uns mal schnell um den. Über die 8. Und dann Anschluss Birkus. Über die 8. Also, Moment. Signal dazwischen vergessen. Das wäre das. Die 42 auf die 7. Ich glaube, das mache ich noch schnell. So, runter auf die 7. Vorzeitige Abfahrt. Es geht sich aus, bevor der hier auftaucht.
DC2. Achso, ja, passt. Mit Süd. Den Achter schickt man dann gerade auch da unten rein im Birkus. So, dich einstellen für die 3. Und erledigt. Okay, genau. Also befinde ich auf der Außenbahn auf Stellwerk A3, welche für Abstellung verschiedener Art genutzt wird. Der Anschluss Birkus, welcher das ehemalige RAW beherbergt, sowie den Anschluss Alstom, welcher die moderne Werkstatt beheimatet, in der die vom Verkehrsbund Mittelsachsen beschafften Elektrotriebzüge der BR1440 aus dem Caradia Continental vom Hersteller selbst gewartet und instand gesetzt werden. Okay. Von Stadt kommt ein Zug. 31, das ist ja eh schon drin, fährt dann weiter nach Flöha. Kein Problem. Aufgrund der Komplexität nutzen wir trotzdem weiterhin den Fahrplan aus der Periode 2009-2010. Mal schauen, ob sich das noch ändern wird. Auch wenn sich die Verkehre in Bezug auf den Fahrzeugeinsatz und die betriebenen IVU stark geändert haben. Es werden also auch alte Zugnummern und Linienläufe in dem Fahrplan zu finden sein. Die Ausnahme bildet dabei die Linien der Chemnitzbahn. Diese sind zur damaligen Zeit noch nicht existiert und auch nur lokal verkehren sie nach dem aktuellen Fahrplan 2022. So viel mal zu nehmen. So, er fährt für Gleis 3 ein. Der möchte dann hier weiter voran. Das bekommst du schon mal. Sag mal, der fährt Gleis 08. 57 weiter. 47, 147. Birkus. Komm. Bitte schön, hast du hier schon mal. Wünsche ich dir mal viel Spaß da hinten. 8. Weiterfahren. 7. Von der 7 geht's. Ja, der macht genau das gleiche. Mit weiter. Der RB45. Auf Gleis 25. Das ist da war. Fährst du schon mal bis da. Und 31 möchte aber dann eigentlich zuerst hier losfahren. Ich mach das jetzt mal. Wir sind noch weit genug entfernt. Achso, das geht ja gar nicht. Bin dumm. Da kommt er gar nicht runter. Gut, 31 ist eingestellt. Ah, bravura. Ein paar Minuten Verspätung. Also mit dem Zug sind wir wirklich weit vor der Zeit. Eigentlich. Kann ich den hier schon mal machen? Und dann schon mal losdüsen. Kriegt gleich seine Vorstraße, dann stelle ich den hier ein für 25. Kleine Stücke noch. So, du Kollege, vorzeitige Abfahrt. Du für 25. Passt. So, und einmal da schon weiter. Ist ein bisschen dirty, wenn da schon einer drin ist, aber die fahren alle in die gleiche Richtung hier.
03 Glachau. Ausfahrt steht. Sechs Minuten Verspätung. Wann fährst du wieder weiter? Um 9.05 Uhr. 5 Minuten. Naja, das kriegen wir hin. So, perfekt. Ah ja, in 5 Minuten auf die andere Seite kommen. Das wird. So, Glachau, was kommt denn bei dir an? Wir haben eine Überholung vom REIHE auf Gleis 9. Oh, wird das wirklich stattfinden? Ne, ich glaube eher nicht. Der RE da. Warte mal, Glachau. Er hat 17 Minuten Verspätung. Also, der fährt aber sowieso woanders hin. 14 Minuten Verspätung. Der hat 12 Minuten, 9:04. Tendiert dazu, den durchfahren zu lassen. Jetzt warte ich noch mal ein bisschen ab. Er kann auch bei dir. Ah ja, da ist er. RB. EC06, CSQ aus DC08 hat hervorragend. Okay. Wo ist denn dieser Anschluss Alstom? Ach, der ist da. Okay. Ja gut, sehr gut. Einmal warten. So, gerade wieder zwei weitere Stadt. 31 Burgstedt, okay. Fahren Sie rein, du möchtest nach 32. Du fährst in die Stadt rein. Kriegen wir hin. Details. Warte mal, du bist um 9.04 Uhr. Möchtest du reinfahren? Du fährst ab um 7. Du hast Verspätung. Ah, ich glaube. Der fährt zuerst nach Burgstedt raus. Über 1A, Bedarfshalt, heute ohne Halt. Passt für mich. Ja, wir werden den Ort weiterschicken. Du fährst mir über die 4. Machen wir mal so weiter. So, tun wir das mal umstellen. Über die 4. Hier raus. Mit weiter. Du kriegst das auch schon mal von mir. Schauen wir mal, dass wir hier die Ausfahrten priorisieren. Der andere will auf die 6 fahren, das kann ich auch schon mal einstellen.
Warte mal, warum eigentlich die 6? Von 6 auf 204. Achso, na, weiter runter kann er ja nicht. Weil er natürlich die Leute rauslassen muss. Und dann so, da rein und dann wieder runter. Ja, gut. Wird noch rumrangieren. Jetzt ist er doch hier schon da. Gut, wir schicken dich eins weiter. Schafft er das in 2 Minuten nach da oben? Achso, der macht jetzt gerade bei DCH noch den Halt. Da steht es eigentlich hier. Nee, ich glaube, das wird nichts. Die 31 fährt zuerst raus. So. Einmal so. Und dann kann ich dich ja hier so einstellen. Dann sind die Ausfahrten hier pünktlich. Habe ich ja in TD2 mal wieder ein Ticket kassiert, wobei das ein bisschen blöd laufen. Da war ein Alexander Kujerski drin und habe von der anderen Vorsitzleiter übernommen. Und genau zu dem Zeitpunkt hat wohl irgendein Güterzug angefragt gehabt, noch also bevor ich drin war. Und da hat mein Vorgänger gemeint, ich werde mal warten, wenn ein Euro sieht. Ich glaube, es war ein Euro-City. Der erste war bei mir einigermaßen pünktlich. Nein, ich glaube, er war mit 3 Minuten Verfügung dann da. Das war dann so ein Wechsel. Und dieser Güterzug hatte dann, aufgrund dessen, dass er warten musste, dann 30 Minuten Verspätung. Da stand drin. Ich habe gleich ein Ticket deswegen. Weil ich hätte ihn ja wohl doch irgendwie durchquetschen können. Aber ja, es hat ein bisschen blöd gelaufen. Und ja, ich hätte ihn absichtlich verspätet. Unbegründet. Mal schauen, wie das ausgeht. Machen wir keinen großen Kopf dazu. Aber ich meine, Güterzug. Wenn es drauf ankommt, dann bleibt der halt stehen. In der ist fertig, außer es ist irgendwie ein super High-Priority-Güterzug. Warte mal, was sind das nochmal für Züge? Ich glaube, das waren diese Energieversorger-Züge oder so. Die glaube ich, haben ja wirklich Priorität. Mir fällt die genaue Bezeichnung gerade nicht ein. So, 31 ist gerade am Rausfahren. Ja, jetzt muss er hier kurz stehen. Nicht so schlimm. Anschluss Birkus. Was willst denn du machen? Ich möchte auf Blöha. Okay. Wo ist die Erlaubnis-Taste? Da. Kommen Sie rein. Auf Gleis 7. Von 7 auf 203. Das ist da. Auf 21. Da oben. Okay. Wo bist du? Du meldest dich, wenn du bereit bist, hier. Auf die 8, das geht sich gut aus. Achso, Moment mal, dem müssen wir noch die Ausfahrt geben. Okay, eine Sorge weniger.
Andererseits, es kommt hier jetzt nichts. Der andere rangiert sowieso noch da oben. Komm. 32 nach Start. Ja gut, ich muss eh nichts machen. Dann heißt es erstmal zugucken, wie sich hier unten wieder was tut. Und den nächsten Besucher haben wir hier. Was willst denn du machen? Fahrzeugreserve. Um 12, nee. Ja gut, dass du eine Reserve drin hast. Denn du, Kollege, wirst gerade direkt weiterfahren nach Glachau. Da ist dir erstmal nichts im Weg, bis auf die Rangierfahrten hier. Die jetzt da aber erstmal keine Priorität haben. Ja, Gleis 6 hat sich gemeldet. Ja, fährt überall durch. Ja gut, nachdem wir auf den so oder so brauten. Einmal so und einmal Tschüsskowski. Zug erledigt für uns. Boah, das war einmal ganz fies hier drin. Da habe ich ein bisschen zur später Stunde gespielt. Ich glaube, da war es 18 Uhr oder so. Verspätungen waren extremst. Und hier hat sich alles gestaut. Und bei diesem Signal da hast du geheißen, ah ja, Signalstörung. Ja, es ist natürlich eine sehr geile Stelle. Übrigens, bei diesen ganzen Effektcodes, die ja dann immer wieder mal kommen, gibt es da eigentlich auch mal was anderes als wie eine Störung? Weil ich habe mir so ein bisschen die History mal angeschaut von der Seite, wo man diese Effektcodes sich nachschauen können, was die machen. Da sehe ich irgendwie die ganze Zeit nur Störung. Da kommt noch einer. Ein DGX. Der sollte da um 12 durch. Ich glaube, du wirst. Soll der vorfahren? Acht Minuten Verspätung. Lass ich sie hintereinander fahren. Rein nach Plan. 9.09 bis 9.12. 9.09 bis 9.12. DGX. Ja, wir machen die Überholung. Okay, der Kollege kommt dann von da hinten. Und fährt dann so raus. Und dann kannst du hinterher fahren. Hi. Warte mal. Auflösen. Er ist noch nicht bei dem einen Vorsignal. Dann fährst du auf die 2 und der andere fährt auf die 3 durch. So, DC7. Noch 203, das geht leider gerade nicht. 204 auf die 8, das geht aber schon. Und sieht doch mal runter. Jetzt kommt auch einer von Glachau. Der RE3 Hof nach Dresden für Gleis 4. Können Sie haben. Viel Spaß.
Dann wären es noch ein paar Minuten wert bei dir. Ich muss mal kurz schauen, ob ich im Handbuch die Erklärung von den Zugkategorien habe. Zugattungen in Deutschland. Blücher, kommt der nächste. RB, da möchte ich noch 24. Okay. Mich interessiert der DGX. Dritte Güterzug Expressstraße ist DGX. Und der andere. Ein IKE. FGH, IKE, Interkombi Express, DB kombinierter Verkehr. Ich gehe mal davon aus, DGX, nachdem er bei mir höher in der Liste ist, hat mehr Prio? Not sure. Sag mal, der für 24, wer war denn das? Der da. Ah, der hält nirgendwo. Ja, ja, beruhig dich. DC02 nach Glachau. Kommt die Kürze. Eingestellt ist es. Ah, und der nächste für Glachau. DGS. DGS ist dritter Güterzug Standard. Über die 2. 15 Minuten Verspätung. Aber na, lass ich trotzdem erst bei den hier rausfahren. Ah, spaßig. Oh, und wir haben einmal Lok umsetzen auf Gleis 9 da unten. Gleis. Nö, jetzt hast du nicht Gleis 8 auf 47, 147. Machen wir mal schnell. Das ist jetzt beschissen mit dieser Rangierfahrt von Gleis 7, wenn hier die ganze Zeit Züge kommen. Wann hast du Abfahrt? 9:41. Da haben wir noch ein bisschen Luft. Und der nächste von Glachau. Ja, wie ich es gesagt habe. Gut, das ist jetzt ein RB, der hält wieder überall. Du fährst dann auch einmal so. 24 nach da oben rein. Ist nicht wahr. Komm schon, der nächste. Ja, der fährt aber nach Stadt. Also müssen wir mal bis hierhin mal fahren. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob das eine schlaue Idee war, den da auf die Seite zu nehmen, dass der andere hier überholen kann. Oder ob das ein Fehler war. Aber rein von der Zugfolge her fährt der zuerst.
So, das müsste gleich frei werden. Ja, da kommt die Bohrstraße für ihn. Dann kann ich dich einstellen für 32. Ist gleich hinterher. Zettel 147. Ab in den Anschluss hier. So, vorzeitige Abfahrt. Verschwinden Sie da rein. Ja, liebe Leute, tut's euch mal beruhigen. Alles gut. Oh, der nächste. Bartifas auf Esig auf Einfahrt um 9.13. 11 Minuten zu spät. Gut, 9.20 weiter. Ein FX. Was ist FX? Freight Train Extra. Einzelwagenzug für besondere Zwecke. Das ist gerade echt schlecht. Du kannst da mal bis 302. Gleis 2 fährt gleich weg. Gleis 4 nach Blühau. Der muss erstmal rausfahren, bevor wir hier die Rangierfahrt machen. Du kannst dann weiter auf die 2. DKW 72. Was bist du? Gleiswaage. Zuglok von Linkskoppen. Ah. Dann auf 26. Also 66 und dann 26. Du bist der 53088. Satzlok schickt man auch schon mal her. Dann fährst du da oben nach da rein. Wer das erledigt? Gleis 2 fährt ab. Oh shit, 4249, Gleis 9. Sorry, die habe ich fast übersehen. Okay, nächste Ausfahrt für den Kollegen. Lacher wird jetzt Spaß haben. Oder der FX zuerst. Kriegt ein extra. Der FX hat 9 Minuten. So, 07, du machst jetzt mal deine Rangierfahrt nach 203. Nimm jetzt mal Gas. Ja, geil, Flöha, nächster Zug. CSQ, CSQ ist, mal schauen. Complete Train Scheduled Quality, DB Ganzzug mit Qualitätssicherung. Oha. Ah, der hat bei mir aber sowieso eine Reserve auf der 8. Ja, gut. So, Kollege. Ah, geil. Er ist schon draußen. Hat schon Befürchtung, der steht da ganz hinten. 02. Glochau. Kommt in Kürze. Was schreibt jemand? Achso. Spielanfragen. Uninteressant.
So, dich tue ich schon mal einstellen für die 8. Nee, das mache ich nicht. Das passt jetzt gerade nicht für die Rangierfahrt. Der nächste von Glachau. Da steht schon wieder einer bei der Einfahrt. 17, 3, 1, 3. Da ist 4. 3 zum Umsetzen, Gleis 9. Was, du kannst schnell nach 47. Und noch einer, ein RB, die 1A. Ich muss diesen Güterzug hier gleich wegkriegen. Chaos hier in Chemnitz. Ach, schaut euch das an. Eine rote Linie hier. Oh Mann. Okay, 203 auf 120. Einmal so. Rangierfahrt. So, ja, der Nupsi da. Komm, voll über den Zwerg da. Ja. Nicht nerven. Lok, die eine Lok ist bereit zum Abstellen. Die eine Lok schicke ich mal nach da. Die Lok kann nach da. Ach, der ist eh zu lang für das gewesen. Okay, kann ich mir das sparen. So, und er fährt dann runter auf die 8. Und noch einer von Glachau. Ja, ja. Schickt sie noch alle her. Das ging sich jetzt gerade ganz gut aus da mit diesem Güterzug. Oh, jetzt bin ich wenigstens die ganze Welle hier fürs Erste los. So, wenn er durch ist, fährt die Lok über 7, einmal auf 706 und dann wieder runter. Gleis 4 fährt jetzt dann gleich ab nach BH. Stell dich schon mal ein, damit du deine Ausfahrt bekommst. Aber wieder eine rote Welle hier runter. Ja, was denn? Ach so. 53088. Das ist der da oben. Da steht er noch ein bisschen. Die eine Lok möchte nach DKW 70. Das ist da unten. Weißt du was? Das kann ich dir schon mal soweit einstellen. Kann ich das auch schon machen? Nee. Der ist noch nicht ganz drin. Der 17310. Du möchtest noch 1A. Bitteschön. Oh, geil. Wir haben Nachbarn. Noch einer. Das ist ein Wahnsinn hier. Okay, kannst du jetzt da runter? Perfekt. Erledigt. Du, Kollege, kannst mal auf Gleis 7.
Warum bist du tot? Achso, nee, du hast doch nicht mitgekriegt, dass du rückwärts fahren kannst. 75802, was hast du für einen Unfug vor? Gleis 2 nach DKW 72. Auf 02 da oben tut der mal Lok. Ach shit, Buchstedt. Erstmal auf Gleis 2. Buchstedt. Möchte noch Gleis 28. 28 ist hier oben. Okay. Und jetzt fahren die natürlich aufeinander. Dafür kann ich jetzt nichts. Gleis 8, CSQ. Den könnte man theoretisch verfrüht fahren lassen, wenn der von 1A weg los ist. Nice, er ist da unten. Als nächstes haben wir da 42036. Was macht der? 42036. Er fährt noch mit weiter über Gleis 2. Einfach durch. Nach Berlin Nordost. Eventuell. Naja, mal schauen, ob sie das mit Gleis. Ja. Ich glaube, Gleis 3 macht mehr Sinn. Beziehungsweise, wenn er jetzt hier gerade fährt, schicke ich mal auf Gleis 4. Dann fährt er von unten nach da oben. Ja, ich glaube, das geht sich perfekt aus mit der Kreuzung. Du fährst nach da, Gleis 2. Und. Ne, mit dir warte ich noch. Eins, ah, Glachau. Ist eingestellt. Macht schon Spaß vom Verkehr hier. Gleis 7 auf 706. Für die Rangierlok. Ja, nicht Rangierlok. Das ist Malelok. Ja, auf 26 können wir ja auch nicht. Er hätte eigentlich auf 22 müssen. Er will dann auf R2 02 Abstand Zugfolge nach Glachau. Ja gut, bei dem warten wir halt. Yay, einer von Start. Noch mit weiter. Super. Ja, der da unten will jetzt auch noch mit weiter. Der fährt da zuerst rein. Das läuft.
Wo ist der Kollege für die zweite? Ah, die Kabine 2. Stehst du hier schon irgendwo? Ja, gut, warte mal. »24 nach Flöha. 36, was? Du fährst zuerst raus. Zuerst die Ausfahrt. Der Güterzug kann mal kurz stehen bleiben. Okay, der nächste von links, 42130, der möchte... Moment mal. Hab ich da gerade Zug vertauscht? 2 für mit weiter. Will ich mal kurz schauen, wer dann hier gleich stehen bleibt. DC-28, Bugstedt. Okay. Du wirst aber nicht über die 2 fahren, du musst über die 1 fahren, weil 2 ist gerade belegt. Ist ein bisschen ungeil, wenn jetzt jemand von Bugstedt kommt. DC-31 nach Mittweida. Es war 31, fährt dann auch zuerst noch da. Du stehst jetzt vor S329. Also das hat schon gepasst, dass der noch mit weiter fährt. Jetzt muss aber der warten. Zwergbisch. Ja, weißt du was? Fahr du mal schnell da raus. Au, das ist jetzt böse. Der hätte jetzt dann so durchfahren können. Aua, das gibt Punkteabzug. 42130, 4 Gleis 2. Ich habe schon wieder das Signal dazwischen vergessen. So, der will wieder runter auf die 9. Chaos, Chaos, Chaos hier. Wilde Zeit momentan mit der Verspätung. Gut, andererseits. Ja, nee. Ja, wir hätten schon zuerst fahren sollen. Ja, was denn? Achso, ja, nee, du tust jetzt noch nicht umsetzen. 21 will jetzt dann nach Flöha fahren. Kann ich den rausschicken und er kann da oben fahren? Nee, der muss nach da unten. Naja, der hat hier die Verbindung. Ist das mein 21 hin? Bin ich jetzt doof? Da. Ja, geil, jetzt kommt einer von Bugstedt. Was bist denn du? Wer die nach Bugstedt hat Vorrang. Achso, ja gut. EKW 16. Einmal Lok umsetzen. Dich kann ich ja schon mal einstellen. Flöha kommt jetzt auch einer für 21.
21 möchte ausfahren. Ja, passt. Ja, RB. Ist gerade ein bisschen doof. Ach, jetzt kommen sie von überall. Gleis 9, Chemnitz Süd. Komm, weg mit dir. Warte mal, DC8 könnten wir jetzt eigentlich einmal losschicken. Geht jetzt aber nicht. Merke ich mir aber. 02, ebenfalls noch mit weiter. Wird eingestellt. Anschluss Birkus. Von da jetzt auch schon wieder. Was willst du? Gleis 9. Dann noch früher. ARBZ. Das ist ein ARBZ. Das habe ich gar nicht in meiner Liste. Okay. Jedenfalls Gleis 9. Das ist einfach. Und rein hier. Noch einer von Burgstedt. Auf die 1. Kein Problem. 4,32. Einmal durch. Und die eine Lok hier, die fährt auf R2, I guess. Ja. Und den müssen wir dann über 1 hier nach hinten schicken. Ey, das gibt sich von Glacher wieder einer hinter und nach dem anderen. 08, du kannst jetzt mal schnell losdüsen. 08, vorzeitige Abfahrt. Tschüss. Und dann bin ich 02 auch endlich los. Okay, hier passiert nichts Interessantes. So, du auf der 16. Hier kann ich das auch schon mal einstellen. Ja, und da hat er sich auch schon gemeldet. DKW 1A fährt auch gleich los, perfekt. Der 30860, was will der machen? Ich möchte auf die 21 fahren. Bitteschön. Kommt in Kürze. Der 3653 von links möchte auf Gleis 6 und bei 56 dann abstellen. Gleis 6 und 56 abstellen. Wäre dann schon mal drin. Du, Kollege, fährst dann so auf die 40, von 40 wieder auf 16. Sobald hier 1A frei wird, schickt man den auch da hinten, so schnell wie möglich. Nächstes ist da hinten schon im Nacken drin. Okay, ist frei. Du fährst einmal so und fährst einmal so.
Und der nächste. Es wird nicht langweilig hier. Also so rein vom Verkehr hier, echt super. Hat es ein bisschen in sich hier. Und wenn in der Realität auch so viel Verkehr ist, dann glaube ich, wäre das echt ein geiler Bahnhof für Trainspotting. F711, was willst du machen? Betriebshalt 945 nach Flöha. Ah, ich glaube nicht. Du wirst durchheizen. Und dann viel Spaß. Was für ein Zug haben wir jetzt hier von Flöha? 54. Was machst du? 54149. Auf EC24. Dachau, Durchfahrt. So. Einmal so, DC3. Und weg. Ernsthaft. Die Weiche da. Ach, geil. Ziemlich geil. Ich will jetzt das Telefon nicht anschließen. Telefon gestört. Das ist super. Wieso muss es die Weiche da sein? Ja, ich glaube, gerade macht er Sinn dann, wenn er mich fragt. Ja, es müsste jeden Moment der Fall sein. Na? Techniker? Und der nächste von hinten. Das ist jetzt scheiße. Ich brauche die Weiche. Gerade verriegeln. 26 Minuten. Ah, ich setz doch wahnsinnig. Ja, geil. Super geil. Die Störungen. So, 531053 hinten. Wartet sie 13 aus DKW ab. Wenn auch gut steht. Gleis 2. Dann fährst du dann mal so. Und dann hier Gleis 2. 61312 macht 945. Wir machen keine Fahrzeitreserve mit dem Durchfahren. Ja, wobei. Doch. Da kann der andere da gerade reinfahren. EC32. Nein, nach Start, das passt. Du Kollege. Guck mal da bitte reinratschieren.
Lock die Kip. Hä? Ach so, nee, nee, nee. Der ist jetzt gerade hier auf das hingefahren. Da ist gerade verwirrt, warum der hier rot wird. 26 nach Glachau. Auf R202. Das geht gerade nicht. Weil der wieder von 02 auf R2 und dann auf 26 dauert, der jetzt gerade drin steht. Ich glaube, da machen wir mal eine 24 draus. Von Gleis 9. Die könnten wir dann jetzt eigentlich auch was losschicken. Vollzeitige Abfahrt. So wie grün wird, fahren sie los. Mit weiter, Gleis 25. Kein Problem, zufahren, so, fahren, so, fertig. So, bin ich happy. 16, bist du schon fertig? Bis 10:20 wartet ihr noch. Okay. Oh, 02 ist fertig. Okay, weiter nach R2. Aber zackig. Ja, 26 wartet auch schon. EC03 möchte dann auch gerade schon wieder da rausfahren. Bis 8 Minuten Verspätung. FE, was ist FE? Flag Train Euro. Einzelwagenzug. International. Ist nicht so schlecht, wenn er hier ein bisschen warten muss. Dann hat er noch ein bisschen Puffer zum nächsten. Tatsächlich ist es jetzt gar nicht so schlimm im Moment, dass diese Weiche kaputt ist. Es geht gerade auf mit dem Verkehr. 3084, du möchtest auf 03. Möchtest du vielleicht auf 01 fahren, weil 03 ist belegt. Das war's heute mal. 1A für dich. Hoffentlich die Fahrgäste ging dir schnell genug mit. Einmal rüber. Hey, Stadt kommt auch wieder. Der möchte noch früher runter. Alles klar. EC3 Ausfahrt. 69870. Ein M. Ist das M? Kick nochmal. Ach, Militärzug. Oh shit. Ja, fahren Sie durch. Viel Spaß. R2 nach 24. Vorzeitige Abfahrt, danke. 02 für Burgstedt.
wird eingestellt. Gleis 2. Und der nächste von hinten. Ein FX am Durchrauschen. Ja, doch. Das Stellwerk macht Laune. Zählt zu einer meiner Favoriten. Gefällt mir. Holy shit. Bin ja schon bei einer Stunde 12 hier mit der Aufnahme. Okay, liebe Leute, das war jetzt erstmal so der Einblick in Chemnitz. Ich glaube, da sehen wir uns doch mal. Vielleicht dann mit Nachbarn. Das, glaube ich, war wirklich ein tolles Stellwerk, um da mit Nachbarn zu quatschen, bei dem Verkehr, der hier abgeht. Gerade mit Verspätungen, dass man dann hier ein bisschen jongliert. Rein von der Benotung her, wo eins das Beste ist, fünf das Schlechteste, würde ich jetzt mal sagen, es war eine 2 minus heute. Ich kümmere mal hier um die nächsten Züge her. Und dann sehen wir uns im nächsten Abenteuer. Macht es gut. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.